So, haben wir jetzt noch irgendwas auf hier? In Bakeresh. Natürlich eine Lektion in Gastfreundschaft. Aber das will ich jetzt nicht direkt machen. Ich hüpf mal. Ne? Hüpf. Ah, zieht uns was ab, ist aber egal jetzt gerade. Wir gehen dann einfach mal zu dieser Oase, denn dort waren wir ja noch gar nicht. Deswegen können wir uns das ruhig mal anschauen. Wir haben ja jetzt Bakeresh soweit abgearbeitet. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt noch... Ach so, die restlichen 15 Punkte könnten wir natürlich durch den Arena-Kampf dann kriegen, nehme ich mal so an. Das können wir dann später irgendwann mal machen. Wir haben ja jetzt einen Teleportstein, da kommen wir hierhin sowieso wieder zurück irgendwann. So, jetzt aber erstmal schön abgespackt hier in Richtung... Ich zieh mich mal um. In Richtung, ich zieh mich mal um. Wir ziehen nämlich die Nomadenrüstung erstmal an. So. Und dieser Helm stört mich jedes Mal aufs Neue, muss ich sagen. So, können wir irgendwas mit Sinikar noch bequatschen? Kann der uns vielleicht zur Oase führen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir müssen erst von der Oase uns einen Auftrag holen, bevor wir mit Sinikar was anfangen können. Ja, leider. Ach, das ist so umständlich teilweise. Na gut. Ich glaube, ich finde immer zuerst Sinikar und dann die dazugehörigen Nomaden. Sinikar steht nämlich hier als Speer, um auszuspionieren, wie es in Bakeresh aussieht. Er gehört tatsächlich zu der Nomadensippe, zu der wir jetzt aufbrechen, die bei der Oase rumhockt. Können wir kurz gucken. Wo ist denn die Oase? Da, glaube ich, das ist sie, ne? Das sollte sie sein, wenn ich mich nicht irre. Okay. Ist jetzt, was? Völkerwanderung bei den Sandcrawlern, oder was? Speichern wir mal. Ist jetzt, was wollte ich denn sagen? Ich habe es vergessen. Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so der übelst weite Weg, aber ist halt jedes Mal ein Weg zu laufen. Vielleicht wollte ich das sagen, ich weiß es nicht mehr. Wo laufen die beiden anderen denn hin? Wollen die jetzt irgendjemanden Bescheid sagen? Eine Mutti oder so? So, komm mal her hier. Komm mal her. Ach ja, komm mal selber her. Habe ich glaube ich schon mal erwähnt, dass das von den Simpsons ist, oder? So, Level up. Und jetzt ihr zwei Säcke noch. Komm schon. Habt ihr nicht gesehen, wie ich euren Freund aufgeschlitzt habe? Geht mal in den Rage-Modus über und lasst eure Verteidigungstaktik sein. Der Kerl hinter mir geht mir schon wieder ziemlich auf den Keks. So. Jetzt zieht's auch mal was ab beim Verteidigen bei ihm. Das ist ja schon mal ganz gut, da kriegen wir ihn sowieso klein. So. Jetzt zu euch. Ja, nee, du nicht. Ich gehe erstmal auf den hier. Weil, Kante und so, Felskante, ne? So, können wir dich vielleicht runterschieben? Ach, die bleiben dann hängen, okay. Oh, das ist ja jetzt tückisch hier. So, haben wir aber gelöst. Kein Ding. Krieg mal alles hin. Na, so. Alles kein Problem, schaffen wir alles. Irgendwie finde ich, fehlen den Sandcrawler ein bisschen die Texturen auf dem Rücken. Kann das sein, auf dem Rückenpanzer hier? Na gut, was soll's. So, wo, was mache ich jetzt hier eigentlich? Ich wollte doch eigentlich zu der... Ach, wollte doch eigentlich zu der Oase. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann können wir ja mal gucken, was hier eigentlich ist. Kann ja sein, dass hier irgendwas Interessantes rumkriecht. Ich glaube es zwar nicht, aber wer weiß. Wir müssen ja jetzt eigentlich hier über dem Westtor nach Bakeresh sein. Also unter uns müssten jetzt eigentlich die Assassinen da rumstehen irgendwo. Irgendwo halt. Ich glaube, hier oben ist auch wirklich gar nichts. Ja. Außer einem Wachturm. Das heißt, hier bei dem Wachturm werden auch die Assassinen sein. Gut, dann zurück. Wie gerne würde ich mal so nebenbei die Karte aufmachen, während ich laufe, aber es geht ja leider nicht in dem Spiel. Das finde ich in anderen Spielen besser gelöst. Ach komm, gucken wir mal. Ja, sollte schon so passen. Irgendwie so müssen wir bestimmt laufen. Wenn wir was Grünes finden, dann sind wir richtig. Also, mehr als bloß drei Bäume. So wie eine Oase halt aussieht in der Vorstellungskraft von Europäern. Von westlichen Menschen. Eigentlich hat ja nicht jede Oase unbedingt einen See und vor allen Dingen sind die nicht so klein eigentlich.
Okay, ist es das hier drüben schon? Ich glaube nicht, ne? Nee. Aber wir sehen schon, es sind doch relativ viele Bäume hier, finde ich. Also wir haben schon kärgere Wüstenecken gesehen. Hier sieht es dann noch ein bisschen besser aus. Schieben wir es mal auf die milde Seeluft, die hier rüberkommt, die ja ein bisschen Feuchtigkeit in sich trägt oder so. So, hier sieht es doch gut aus. Das sieht doch baumreich aus. Das sieht oasenmäßig aus. Das sieht aus wie eine Oase, tatsächlich. Ein See. Jetzt brauchen wir bloß noch die dazugehörigen Nomaden und dann ist doch alles gut. Ich glaube, es sind zwei Seen bei der Oase hier, ne? Hier unten ist, glaube ich, keiner. Aber hier oben, genau, da sind die Zelte. Okay. Oder nee, die haben hier oben... Haben die hier einen See? Doch, haben sie. Sogar mit Steg? Ich fasse es ja nicht. Wer baut denn extra einen Steg an einen Nomadensee, an einen Oasensee dran? Was ist denn das für ein Schmarrn? Das ist ja vollkommen widersinnig hier. Oder soll der ein Relikt aus alter Zeit sein, als die Wüste noch nicht so wüstig war? Keine Ahnung. So, reden wir mal mit unseren Freunden hier. Hey, Finger weg von meinem... Oh, was willst du denn? Erstmal nur mit dir reden. Du siehst ja nicht nomadisch aus, ne? Was machst du hier? Keine Fragen, Mann. Wenn du Fragen stellen willst, dann stell sie Knut. Ich muss die Beute aufteilen. Ach. Ja, Knut und Red, ich kann sie absolut nicht leiden. So, hier haben wir noch Ateras. Okay, Ateras ist übrigens der Chef der Sippe hier. Werd auch gleich noch was dazu erzählen hier. Aber erstmal reden wir noch mit Knut. Hey, ich bin Knut. Und das sind meine Männer. Tatsächlich. Was macht ihr hier? Wir dienen keinem Herrn und nehmen, was uns gefällt. Ihr seid also Banditen. Ich bevorzuge die Bezeichnung freischaffende Abenteurer. Mit der Hilfe der Nomaden haben wir uns diese Oase genommen. Ja, ich finde es ja eine Frechheit und anmaßend, dass er sagt, das sind meine Männer. Es sind nicht deine Männer, du Spast. Das sind Nomaden, die sind frei und nicht deine Männer. Pah. Wie sieht's aus? Habt ihr irgendwelche Pläne? Wir haben überlegt, Bakaresch anzugreifen, aber das ist eine Nummer zu groß für uns. Ja, ohne Hilfe zumindest. Das ist nämlich die Sache. Hier gibt's mal wieder so eine Stelle, wo wir uns, wie immer eigentlich, wenn es dann ans Eingemachte geht, entscheiden müssen, auf welcher Seite wir stehen. Was ist, wenn wir zusammen Bakaresch angreifen? Du hast es vor, was? Ich meine, wir reden hier nicht von einem Dorf oder einer Oase. Das hier ist Bakaresch, das heilige Zentrum der Assassinen. Das bedeutet eine Menge Elitekrieger, Schwarzmagier... Und Beute. Ja, das stimmt. So eine Chance bekommt man nur einmal im Leben. Aber das Risiko ist verdammt hoch. Also, wenn wir das durchziehen wollen, solltest du gut vorbereitet sein. Ja, wir können es ja schon mal annehmen. Wir können uns ja dann später entscheiden, auf welcher Seite wir dann stehen wollen, dann, wenn es wirklich darum geht, das auch durchzuziehen hier. Also bist du dabei? Naja, ich kann das nicht allein entscheiden. Und ohne meinen verdammten Partner Reg werde ich nicht losziehen. Und abgesehen davon, ich weiß nicht, wie Ateras drauf ist. Ich meine, die Nomaden haben uns bei der Oase geholfen, aber wer weiß schon, was in ihren Köpfen vorgeht. Also sorge dafür, dass Reg und diese Ateras mitziehen, dann bin ich bereit, meinen Hals zu riskieren. Ich kümmere mich darum. Toll. So, bei dem können wir auch was lernen, aber ich glaube, der hat so die üblichen mirtanischen Kampftechniken drauf. Also große Waffen und Schild kann man bestimmt bei dem lernen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ja, große Waffen, Schild geht ja nicht mehr, haben wir ja schon gelernt. Und natürlich die Armbrust noch. Okay, wir können aber... Ach komm. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ich hau mal noch was auf die Stärke drauf, wa? Wobei, nee, es kostet schon 10 Lernpunkte. Nee, dann nicht. Dann hebe ich die mir für irgendwas anderes auf und guck mal. So, haben wir hier noch? Nee, haben wir nicht. So, erstmal nochmal zu Reg. Wir wollen uns Bakaresch vornehmen. Bist du dabei? Bakaresch? Hm, da ist ordentlich was zu holen. Tja, und wie wollen wir die Beute aufteilen? Du weißt, wie das läuft. Während einer noch kämpft, öffnet der nächste schon die Truhen. Und nachher weiß keiner mehr, wer was und wie viel eingesackt hat. Also, was schlägst du vor? Du bekommst die ganze Beute. Aber vorher bezahlst du uns für den Angriff. Dann bin ich dabei. Du dummes Stück. Mit Plündern kennst du dich aus, was? Da kannst du Gift drauf nehmen. Soll ich dir noch was beibringen?
Du kannst mir beibringen, wie man stirbt, indem du es mir vorführst. So, aber wir gucken mal. Diebeshandwerk könnte eigentlich ganz interessant für uns sein. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Ich will ja jetzt mal so ein bisschen alternativ dann auch die anderen Sachen mit ein bisschen skillen, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht, falschen will ich jetzt eigentlich nicht lernen, ehrlich gesagt. Geldmangel haben wir nicht. So, rausreden könnten wir eigentlich machen. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn es darum geht hier, jemand stiehlt bei uns, jemand bringt unsere Leute um und solche Sachen, dass man sich dann noch halt einmal mehr rausreden kann sozusagen. Könnte man machen, ich will jetzt aber erstmal schwere Schlösser probieren. Dazu bist du noch nicht bereit. Natürlich, 16 Diebeskunstpunkte, okay. Aha. Dann machen wir es erstmal so. Nur weiter so. Okay. Aha. So, packen wir erstmal alles einfach drauf da. So, dann können wir beim nächsten Mal die schweren Schlösser lernen, wenn wir wieder Punkte haben. Und dann kriegen wir auch ein paar Truhen mehr auf. Das ist mir jetzt eigentlich gerade ganz lieb, muss ich sagen. So, 5000 Goldstücke. Ich glaube, der Vogel spinnt, ey. Das ist ja unnormal. Okay. Ja, wie gesagt, machen wir später. Geht mich jetzt nichts an. So, kommen wir zu Ateras. Bevor ich etwas zu ihm erzähle, im Rollenspiel, der wurde eigentlich, ich glaube, ich war der Einzige, der jemals irgendwas mit dem gepostet hat, weil diese Sippe halt wirklich unwichtig ist eigentlich. Reden wir erstmal mit ihm. Knut schickt mich. Wir planen einen Überfall auf Bakarash. Wir sind noch nicht bereit für einen Angriff. Warum nicht? Sinica ist noch nicht hier. Er wollte die Stadt beobachten. Was ist mit dir? Was soll mit mir sein? Wenn du dich noch vorbereiten willst, kann ich dir helfen. Finde ihn. Wir werden seine Hilfe brauchen. Wenn er bereit ist, werden wir es auch sein. Finde Sinica. Ja, sehr gern. Wir wissen ja, wo er ist. Das meinte ich damit. Wir müssen erst mit denen reden, bevor wir mit Sinica was anfangen können. Okay, alte Magie. Warum alte Magie? Was soll das immer? Bring mir etwas über alte Magie bei. Stab. Stab. Pff. Was will ein Nomade mit einem Stab? Seid ihr doof? Bring mir was über die Jagd bei. So, was können wir hier? Ja, Bogen, Wildjäger, Großwildjäger, dada. Brauchen wir auch nicht. Vielleicht können wir später nochmal ein bisschen auf Jagdgeschick gehen, weil dann natürlich noch zwei Waffenkampf 2 ansteht sozusagen. Meister der zwei Klingen. Okay, ansonsten können wir mit Ateras nichts mehr besprechen. Wir gehen dann mal zu Sinica wieder zurück und derweil erzähle ich mal. Moment, ich muss mal kurz gucken. Okay, gehen wir so wieder. Hier drüben dürfte auch nichts weiter sein, glaube ich. Ich erzähle mal, was ich mir so zu dem damals ausgedacht hatte. Und zwar habe ich es dann so gepostet, nicht, also generell, der Nomadenstamm hat bei uns immer an dieser Oase halt gehaust und die nicht irgendwie erst von irgendjemand mehr erobert oder so, sondern die haben halt dort grundsätzlich ihr Lager meistens gehabt, dort und in der Nähe irgendwie. So, jetzt muss ich aber doch mal dazu stehen bleiben zur Erklärung. Wobei, ich erzähle erstmal weiter und dann halte ich gleich an, wenn es der richtige Punkt ist. Maris ist dann auch irgendwann zu denen hin, zusammen mit einem anderen, mit einem Begleiter, der sich den Nomaden anschließen wollte, allerdings noch kein Nomade war und sich nicht in der Wüste auskannte. Und Maris hat dann die Aufgabe gekriegt, zu zeigen, dass er in der Wüste und mit der Wüste überleben kann und gleichzeitig noch Acht geben kann, dass auf seine Begleiter, die unter Umständen hilflos sind, und sie auch durchbringen kann, selbst wenn sie sich nicht in der Wüste auskennen. Und deswegen wurde er, wo war jetzt, hier ist die Oase, er wurde, sagen wir mal, hier so in die Ecke geschickt. Dort habe ich ein Wüstental hingepostet, hingeschrieben, dass keine Sandwüste war, sondern eine weit ausgedehnte Steinwüste, in der nichts wuchs. Also ein vollkommen flacher Talkessel, der niemals Wasser sah und auch niemals sehen wird. Und dort gab es kein Leben, gar kein Leben eigentlich. Also es krochen keine Tiere dort rum, weil es halt Steinwüste war. Dort war blanker Stein, keine einzige Pflanze ist dort gewachsen. Die Hitze drosch runter in dieses Tal und natürlich hat die sich dann dort gesammelt. Und es war also sozusagen der Schmelzofen der ganzen Wüste und der härteste Punkt zum Überleben überhaupt in ganz Varand. Und die beiden sollten 3 Tage lang in dieser Gegend überleben, ohne irgendwelchen Proviant mitzukriegen oder irgendwas anderes mitzukriegen. Und
die beiden sind dann eben aufgebrochen, so, und ich unterbreche mich mal kurz, weil ich mal mit Sinica reden will. Ateras schickt mich. Wir wollen uns Bakarish vornehmen. Wie sieht's aus? Bist du dabei? Habt ihr euch das gut überlegt? Bist du dabei oder nicht? Wir werden die Hilfe der Sklaven brauchen. Wir müssen Kontakt zu ihnen aufnehmen. Du kannst dich in der Stadt frei bewegen. Finde einen Sklaven, der bereit ist, mit uns zu kämpfen. Einen, der die anderen Sklaven zum Aufstand bewegen kann. Dann greifen wir an. Erledige das. Ich gehe zur Oase. Wir treffen uns dann dort. Ja, natürlich, Sinica. Da kenne ich auch schon jemanden. Nämlich den einzigen, der einen Namen hat dort. Die beiden sind dann natürlich aufgebrochen dorthin. Wir teleportieren uns mal gleich. Und haben dann dort tatsächlich 3 Tage überlebt. Und zwar war eigentlich ganz witzig. Wie gesagt, der Begleiter von Maris kannte sich überhaupt nicht in der Wüste aus. Für alle aus dem Rollenspiel, die zuschauen, es handelt sich um Tarek dabei. Und ja, die beiden liefen dann halt durch die Trockenheit und die Hitze und waren total fertig. Und dann plötzlich trat Maris in Treibsand hinein und freute sich tierischst drüber. Er versank irgendwie übelst weit und war total am Lachen und Tarek dachte, der hat jetzt total den Verstand verloren. Aber tatsächlich ist es so, wenn man in Treibsand tritt, man geht nicht unter, wenn man nicht versucht, sich krampfhaft rauszuziehen. Wenn man einfach nur stillhält, ist die Dichte des Sandes, also Treibsand ist ja einfach nur ein Sand-Wasser-Gemisch. Ich weiß nicht, ob das weitestgehend bekannt ist, aber es handelt sich dabei eigentlich um Sand, der ein bisschen mit Wasser angereichert ist und dadurch ein interessantes Gemisch bildet. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Müsste mir mal irgendein Physiker sagen, habe ich vergessen. Ein Gemisch, das folgendermaßen funktioniert: Wenn man Druck drauf ausübt, ist es flüssig und wenn man dran zieht, wird es fest. Das heißt, wenn man drauf tritt, wird es flüssig und man sackt ein. Wenn man dann aber versucht, die Beine rauszuziehen, hält es einen fest und durch den Versuch rauszuziehen, wird man nur noch weiter reingezogen. Was will ich denn eigentlich bei Tiska? Gar nichts. Deswegen, wenn man sich wehrt dagegen, in Treibsand drin zu stecken, dann sackt man immer weiter ein. Wenn man sich aber einfach ruhig verhält, ist die Dichte von Treibsand größer als die des menschlichen Körpers und deswegen treibt man relativ weit wieder auf. Ich glaube, die Kante ist dann irgendwo unter der Gürtellinie sogar. Und das hat Maris dann natürlich gemacht, ist wieder rausgekommen. Und der Treibsand konnte natürlich dazu genutzt werden, um an Wasser zu kommen, ne? Man konnte dann was davon einsacken und hatte dann Wasser. Und bevor ich sage, wie Maris an Essen gekommen ist, das war unschön, reden wir mal mit unserem Sklavenfreund. Ich suche Unterstützung. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Aber ich glaube nicht, dass ich dir helfen kann. Hör zu, du bist der Einzige, der mir helfen kann. Du musst die anderen Sklaven überreden, mitzumachen. Und das wirst du. Das ist gefährlich. Natürlich ist es das. Aber es geht um eure Freiheit. Na schön. Aber Worte allein werden nicht reichen. Ich brauche bessere Argumente. Was brauchst du und wie viel? Waffen. Wir brauchen Waffen, mindestens 3 Bündel. Kriegst du. Und Rüstungen. Und Heiltränke und ein paar Artefakte wären nicht schlecht. Jetzt komm mal wieder auf den Teppich. Gut. Besorge mir nur die Waffen, das muss reichen. Ja, haben wir, kein Problem. Achso, wir können natürlich ja erst nochmal fragen. Wo kriege ich Waffenbündel her? Probiere es bei Jafar, dem Waffenhändler. Ah, okay. Oder bei Silvio. Er verwaltet die Ausrüstung der Wachen. Da schauen wir gleich nochmal nach. Es kann nicht schlecht sein, noch mehr Waffenbündel zu haben, als wir ohnehin schon mit uns tragen. Hier sind die 3 Bündel. Gut, ich werde sie verteilen. Geh zu deinen Freunden und sage ihnen, dass wir bereit sein werden. Okay, wir haben die Vorbereitungen soweit abgeschlossen, werden noch bei Ateras dann Bescheid sagen, dass wir angriffsbereit sind, werden den Angriff aber natürlich noch nicht durchführen. Und ich gehe jetzt mal zu Jafar und Silvio und werde mal nachfragen und rumgucken. Ja, um nochmal auf dieses Tal zurückzukommen, von der Aufgabe von Ateras. Man hatte dann zwar Wasser dadurch, aber das Problem war, man war trotzdem... Warum ist das eigentlich so gelb jetzt? Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Aber das Problem war, man hatte trotzdem noch nichts zu essen, ne? So, damit du mal die Fresse hältst, quatsche ich dich mal kurz an. Man hatte trotzdem nichts zu essen. Deshalb haben sich Maris und Tarek totgestellt und haben sich hingelegt. Die einzigen Lebewesen, die dort irgendwie waren, von denen man halt Fleisch kriegen konnte oder irgendwas zu essen, waren ja auch keine Pflanzen da und nichts, ne? Waren Geier, die nämlich auf der Suche nach irgendwelchen Trotteln, die sich dorthin verirrt haben, in dieses Tal das Ganze mal überflogen haben.
als Vogel ist man natürlich ein bisschen mobiler und kann das mal durchziehen. Und die Geier haben dann die beiden da vermeintlich tot rumliegen gesehen. Mars und Tavik haben dann toter Mann gespielt, bis die Geier ran waren und haben die dann tot gemacht und gegessen. Ganz lecker. Und Mars hatte sowieso schon mal das Vergnügen, mit einem Geier oder einen Geier zu essen und danach auf die Idee zu kommen, dass der ja auch schon mal einen Menschen gegessen haben könnte und er somit indirekt zum Kannibalen geworden ist. Nicht so schön, aber in der Not frisst der Teufel Fliegen, beziehungsweise der Nomade auch mal einen Geier, ne?